In diesem Video spreche ich einmal über Überdrehschäden. Über. So ein Überdrehschaden kommt durch zu viel Turbolader-Drehzahl. Also nicht Drehzahl des Motors, sondern Drehzahl des Turboladers. Das Thema Turbolader-Drehzahl haben wir in einem anderen Video mal erklärt. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Darauf will ich gar nicht weiter eingehen. Eine Sache nur vorab, dort ist erklärt, dass man einen Drehzahlsensor verbauen kann. Das kann man jetzt bei diesem Lader nicht machen. Das ist ein Serienlader. In der Serie einen Drehzahlsensor zu verbauen, ist äußerst kompliziert. Würde ich jetzt gar nicht zu anraten. Die Ursachen für so einen Schaden gibt es eigentlich nur zwei Hauptursachen. Ich würde jetzt mal sagen, zu 90% eine Undichtigkeit im Ladeluftsystem, zu 9% eine falsche Abstimmung oder eine zu gut gemeinte Abstimmung mit zu viel Ladedruck. Und vielleicht noch 1% für irgendwelche baulichen Probleme, keine Ahnung. Ich lasse es jetzt einfach mal offen, falls es noch andere Fälle gibt. Für mich zählt 90% Undichtigkeit im Ladeluftsystem ist wirklich so das absolut häufigste Thema. Steinschlag im Ladeluftkühler, kleines Löchlein, was immer ein bisschen größer wird. Das führt dann dazu, dass der Turbolader sagt, er muss ja seinen Ladedruck schaffen. Das macht er über die Ladedruckregelung. Und dann will der Turbolader natürlich kämpfen. Er pustet einen Teil der Luft ab, geht nicht in den Motor, sondern geht ins Freie. Und der Turbolader dreht, damit er den Ladedruck schafft. Und effektiv dreht er zu schnell, bewegt sich aus seinem Kennfeld heraus. Wir haben einen Leistungsverlust und zum Schluss einen kaputten Turbolader. Wenn ich die Turbolader-Drehzahl nicht kontrollieren kann, ist jetzt die Frage, wie merke ich dann, dass ich so einen Schaden habe? Weil die meisten werden jetzt sagen, na, wenn mein Ladeluftsystem undicht ist, das höre ich ja, das pfeift ja ab. Höre ich nicht. Bei einer Abstimmung höre ich es noch viel weniger. Das ist ein größeres Problem. Wenn ein Ladeluftsystem undicht ist, hört man dieses Abzischen der Luft meistens nicht, wenn der Motor entsprechend läuft oder laut ist. Es reicht schon, wenn er am Standgas läuft, dann höre ich das nicht zischeln. Das wird ziemlich schwierig. Ladedrucksystem sollte man abdrücken. Nur, ich sage jetzt mal, die meisten Erscheinungsbilder sind die, dass der Turbolader anfängt, unwuchtig zu werden. Und durch das Unwuchtigwerden kommt eine Geräuschbildung. Dann habe ich ein Pfeifen des Laders. Und das ist so ein erstes Indiz, wo ich sage, irgendwas stimmt nicht, es könnte das sein. Pfeifen kann auch andere Sachen hervorrufen, aber in der Regel ist eine Unwucht ein Pfeifen. Und eine Unwucht kann von einem Überdrehschaden kommen. Ganz generell ein klares Bild, wie erkenne ich das, kann ich euch leider nicht geben. Das Gleiche wäre bei einer Abstimmung zu gut gemeint, zu viel Ladedruck. Turbolader fängt an zu drehen, will den Ladedruck schaffen, dreht sich zu schnell und wieder Schaden aufgrund von Überdrehen des Laders. Wir haben hier ein Verdichterrad, welches natürlich komplett defekt ist. Ganz kurz mal darauf eingegangen. Ich fange jetzt nicht an, das Lager zu beurteilen oder irgendwas. In Mitleidenschaft gezogen wurde das Verdichterrad und das Turbinenrad. Wie man sieht, das hätte 1 sein sollen. Die Welle ist hier abgerissen durch die Unwucht, steckt noch im Verdichterrad drin. Das wäre eigentlich hier noch mit dran. Das Verdichterrad hat die Backplate zerstört. Man sieht hier ganz klare Riefen. Logisch, hat geschliffen, hat im Verdichtergehäuse geschliffen und die Abgaswelle hat auch im Abgasgehäuse geschliffen, wobei das Abgasgehäuse jetzt nicht so defekt ist. Den Turbolader können wir so nicht mehr reparieren. Was wir daraus machen können, ist eine Stage 2. Soll aber keine Aufforderung sein, alle Turbolader kaputt zu machen, damit wir eine Stage 2 für euch bauen. Bitte dann einen intakten Lader. Aber hier ist es wirklich so, dass man jetzt sagen kann, man fräst das Gehäuse auf und kann ein größeres Verdichterrad einbauen. Neue Welle brauchen wir sowieso, neue Backplate gibt es dann auch. Nur eine klassische Reparatur ist hier zum Beispiel nicht möglich, weil wir das Gehäuse einzeln nicht kaufen können. Und beziehungsweise, wenn wir es einzeln kaufen würden, mit ewig langen Lieferzeiten viel zu teuer wäre, dann gleich neuer Lader. Verdichterrad würde ich einmal vergleichen mit einem neuen Rad. Dafür muss ich jetzt mal in den Keller und ein anderes Verdichterrad holen. Ich nehme dafür unseren Fahrstuhl. Hier habe ich mal ein Originalverdichterrad. Und wir vergleichen das mal mit diesem. Es ist nicht das gleiche Original, es ist ein ähnliches. Wenn man sich das hier so ein bisschen in dem Licht anguckt, sieht man, wie das Verdichterrad immer schön glänzt. Hat auch hier einen schönen Aufdruck drauf. Und jetzt der innere Teil ist natürlich komplett zerschrammt. Im äußeren Teil sehen wir hier eine Mattierung, wir nennen es auch Orangenhaut, die sich hier bildet. Und wenn man jetzt das im frühen Stadion hätte, würde so ein Aufdruck zum Beispiel komplett verschwimmen. Also man würde sehen, das passt nicht mehr ganz. Was dabei passiert ist, dass sich das Materialgefüge, glaube ich, heißt das, sich verändert durch die, ja, durch den ist zu schnelle Drehen oder wie auch immer, die Hitze, die da entsteht oder was auch immer da passiert. Auf jeden Fall verschwimmt das ganze Material
Es verschwimmen diese Aufdrücke und es verformt sich und es entsteht dabei eine Unwucht. Im frühen Stadium, wie gesagt, sieht man das an der Orangenhaut komplett. Im späten Stadium passiert das hier, dass sich dieses Rad dann noch weiterhin komplett verformt. Also man sieht, wie dieses Rad wirklich angefangen hat, Wellen zu schlagen. Und durch diese Verformung und durch diese Wellen entsteht die Unwucht. Also man muss immer daran denken, wenn wir einen Turbolader wuchten, fein wuchten, reden wir von Milligrammbereich, der hier vorne abgetragen wird. Und sobald sich hier im Milligrammbereich eine Veränderung darstellt oder eine Verformung darstellt, habe ich natürlich sofort eine Unwucht da drin. Und die Unwucht hier, also diese Verformung, ich sage jetzt mal, das Verdichterrad ist original geschmiedet und gefräst, das hält wirklich viel aus. Und das hat sich jetzt hier wirklich so weit verformt, dass so eine starke Unwucht entstanden ist, dass das Ganze auseinandergebrochen ist. Man sieht hier schön, wenn man das so ein bisschen ansetzt, wie verbeult doch dieses Verdichterrad geworden ist. Hier nicht so stark, aber hier schon ein bisschen doller. Und das erkennt man, daran erkennt man einfach, welche wahnsinnigen Kräfte da stattgefunden haben. Das Verdichterrad praktisch schmilzt und das alles nur durch zu schnelles Drehen. Jetzt hoffe ich, dass ich euch einen kleinen Eindruck geben konnte. Kurz zusammengefasst ist es relativ simpel. Loch im Ladeluftsystem führt zu Überdrehung. Falsche Abstimmung führt zu Überdrehung. Richtig feststellen kann man es nicht. Wenn ihr aber eine Geräuschbildung habt, seid gewarnt, es könnte was sein. Ladeluftsystem abdrücken, einmal prüfen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch auch mal unsere anderen Videos zu diesem ganzen Thema Turbolader, Motorentuning etc. anschaut und unseren Kanal abonniert und die Glocke nicht vergesst. Vielen Dank. Ciao.